Geheimakte Apfel? Was soll denn das heißen, Putzli? Was meinst du damit? Wenn du dich noch an eine alte Frage erinnern kannst, was die Geheimnisse der Erdbeeren sind, dann könntest du dir ja jetzt denken, was ich mit Geheimakte Apfel meine. Oder nicht, Luci? Du willst also, dass ich dir Geheimnisvolles und kaum Bekanntes über Äpfel erzähle? Warum das denn? Na, weil ich so gerne Äpfel esse, mir aber noch nie jemand was Besonderes über dieses Obst sagen konnte. Alles klar. Natürlich kann ich dir da einiges drüber berichten. Der Apfel ist nicht ohnehin das Obst Nummer 1 und viele Mythen gehen mit dem Apfel einher. Es denken auch viele, die verbotene Frucht im Paradies Gottes wäre damals ein Apfel gewesen, aber tatsächlich hat dort der Apfel nichts zu suchen, auch wenn es auf manchen Bildern verwirrenderweise so dargestellt wird. Denn damals konnten nicht alle Leute lesen, aber dass der Apfel eine Frucht ist, das wusste jeder, denn jeder kannte Äpfel, auch die ärmere Bevölkerung. Ne? Deswegen hat man dann halt den Apfel genommen als Versinnbildlichung. Aber das würde jetzt viel zu lange dauern, um es zu erklären. Deswegen machen wir hier jetzt erstmal wieder einen Break und kommen zurück zum eigentlichen Thema. Aber generell spielen Äpfel in vielen Religionen eine wichtige Rolle. Und der Apfel, der steht nun mal halt auch für Tod, Wiedergeburt, Fruchtbarkeit und Unsterblichkeit in der ein oder anderen Religion. Ein Apfel an sich ist sehr gesund und wenn man regelmäßig Äpfel isst, verringert man das Risiko, an Darmkrebs und Lungenkrebs zu erkranken. Der Apfel kann sich sogar wehren, und zwar mit den verschiedenen Pflanzenstoffen, welche in ihm stecken. Wenn auch nur wenig, aber damit kann er dann halt zum Beispiel länger wachsen. Auch kann der Verzehr von Äpfeln helfen abzunehmen. Und es hilft Gicht und Rheuma und unterstützt sogar das Zahnfleisch. Bis jetzt kennt man über 30.000 verschiedene Sorten. Süß, sauer, rot, gelb, grün, groß, klein, hart, weich, selten, häufig, giftig und ungiftig. 2000 verschiedene Arten kennt man alleine nur in Deutschland. Auch andere Früchte tragen den Namen Apfel, wie zum Beispiel der Granatapfel, obwohl solche Früchte noch nicht einmal mit den Äpfeln verwandt sind, sondern nur ein wenig wie diese aussehen. Das Wort Apfel leitet sich übrigens vom Wort Malus ab, welches wiederum vom Wort Malum kommt und Baumfrucht bedeutet. Übrigens ist der neuseeländische Apfel Rocket die kleinste Apfelsorte der Welt und der größte Apfelproduzent der Welt ist China. Schon die Schale eines Apfels hilft bei Blutzucker und Verdauungsproblemen. Und der teuerste Apfel der Welt kommt genauso wie der größte Apfel der Welt aus Japan. Der Preis für den teuersten Apfel der Welt beträgt pro Stück 21 US-Dollar. Diese Sorte nennt sich übrigens Sekaiichi. Übrigens dauert es 7 Jahre, bis ein Apfelbaum zum allerersten Mal Früchte trägt.
Dafür kann der Apfelbaum dann aber auch bis zu 100 Jahre alt werden. Man sieht es dem Apfel zwar nicht an, aber er besteht zu 85% aus Wasser. Lustigerweise stecken mehr Vitamine in der Schale als in der Frucht selbst. In den Apfelkernen ist übrigens Gift, jedoch so gering, dass es nur Vögeln gefährlich werden kann. Der Apfel an sich kommt übrigens aus Hessen, also Deutschland. Dort wächst der Borsdorfer Apfel. Er existiert als Sorte seit dem Jahre 1100 oder 1100 und ist damit die älteste Apfelsorte der Welt. Nur der Holzapfel wächst hier in Europa wild. Alle anderen Apfelsorten sind gezüchtet. Und durchschnittlich essen Frauen mehr Äpfel, als es Männer machen. Doch obwohl der Apfel an sich so vielschichtig und gesund ist, hat er auch eine dunkle Seite. Denn wer im Durchschnitt mehr als 3 bis 5 Äpfel am Tag isst, kann durch die Säure und dem Gift tatsächlich an einer sogenannten Apfelvergiftung sterben. Kein Scherz jetzt. Glücklicherweise ist das in der Regel eher eine theoretische als eine praktische Sache. Es ist aber tatsächlich schon einmal passiert. Jedoch muss man dazu sagen, dass das dann halt auch wirklich eine große Ausnahme ist. Also braucht man sich keinerlei Sorgen zu machen, wenn man zwischendurch mal Speiseäpfel isst. Ne? Speiseäpfel, keine giftigen Äpfel, denn die gibt es tatsächlich auch. Und die können sogar dem Menschen so richtig gefährlich werden. Glücklicherweise gibt es die nicht im Supermarkt in der Obstabteilung zu kaufen. Das war es auch schon wieder. Und zufrieden? Ja, absolut. Wirklich sehr gut. Ich komme wirklich nicht mehr aus dem Staunen heraus. Das freut mich. Was ist denn dann jetzt die letzte Frage? Ich würde gerne von dir die Vielschichtigkeit von Marionetten erklärt bekommen. Was? Jetzt wirklich? Also, ich werde nicht aufgeben. Aber jetzt komme sogar ich ins Schwitzen.